Guten Tag. Das letzte Video, das ich gemacht habe, das habe ich meine Top 3 Hosentaschen fix genannt, aber das waren jetzt nicht meine Top 3 feststehenden Messer für die Hosentasche, sondern einfach nur drei Messer für die Hosentasche. Ich habe unterschiedliche feststehende Messer, die ich gerne in den Taschen, Hosentasche, Jackentasche oder auch in der Umhängetasche trage, und ich wollte einfach noch mal ein paar weitere zeigen, weil ich festgestellt habe, dass sich diese kleinen feststehenden Messer zunehmender Beliebtheit erfreuen. Viele bevorzugen die gegenüber einem Klappmesser in letzter Zeit. Und ich fange mal mit diesem hier an. Das ist von der Firma Tactical Pterodactyl Knives, eine meiner Lieblingsfirmen. Ich glaube, das nennt sich Street Fighter Bowie Midsize. Midsize, weil es da unterschiedliche Größen von gibt. Das kommt in dieser Kydex-Scheide. In der Regel kommen diese Messer ohne Clip. Ich habe hier einen von Böker dran gemacht. Und dieses Messer, das sitzt wirklich fester in dieser Scheide drin, obwohl es ein bisschen klappert. Das ist hier dieser Aussparung geschuldet. Und ich habe mich auch gewundert, dass es so fest drin sitzt, trotz dieser Aussparung. Aber das ist okay. Dieses Messer befindet sich bei mir in der Umhängetasche in der Regel und hatte mir auch schon gute Dienste erwiesen. Wo ich gerade bei der Kydex-Scheide war, da messe ich die mal kurz nach oder wiege den nach. Die hat ein Gewicht mit diesem Metallclip, der nicht gerade leicht ist, von 54,7 Gramm. Und dieses Messer ist auch nicht gerade leicht, das ist sehr kompakt. Das hat ein Gewicht von 112 Gramm, also insgesamt mit Scheide sind das ungefähr 170 Gramm. Das liegt an der Kompaktheit dieses Messers. Das hat eine Dicke an der Klinge von circa 4 mm. Das ist jetzt nicht das genaueste Messinstrument. Das hat nur 10 Euro gekostet. Das ist ein CPM Magna Cut. Das ist ein toller Superstahl, würde ich mal sagen, der mir sehr liegt. Sehr zäh, sehr schneidfreudig, unheimlich korrosionsresistent. Und ich mag diesen angedeuteten Hohlschliff, sage ich mal, der eignet sich für sehr viel. Dieses Messer ist wahnsinnig zäh und trotzdem ein kleiner Slicer, würde ich fast schon sagen. Das ist dünn ausgeschliffen hinter der Faser. Dicke Licht bei. Na. Ja, ich würde sagen, eher so 0,4 mm. Ich habe das schon mal gemessen. 0,45 ungefähr. Ja, das passt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass dieses Messer wirklich gut schneidet. Die Handlage, die ist wirklich fantastisch, finde ich, obwohl es so klein ist. Ich habe eine relativ große Hand, eine 11er Hand, aber das passt. Das liegt ganz bequem. Die Griffschalen, das ist ein strukturiertes, gut schön strukturiertes G10, gehalten mit zwei Torx-Schrauben. Und hier vorne das Jimping, das ist ein bisschen extrem. Das ist ein Designmerkmal der Firma, würde ich sagen, aber es ist jetzt nicht unangenehm, mein Daumen tut dadurch nicht weh, wenn ich ihn hier drauflege. Das passt so für mich. Tolles Messer. Mal eben kurz die breiteste Stelle, 3 mm. Und sehr schneidfreudig und auch schnitthaltig und kompakt. Diesem Messer kann man wirklich alles machen. Hier ist sogar noch die Möglichkeit, ein Lanyard durchzuziehen. Bowie-Form gefällt mir sowieso. Großartiges Messer. Und das zweite Messer, das ich zeige, das ist auch in meinen Augen großartig. Das ist von der Firma Dawson Knives, das Snakebite. Das hat eine tolle Scheide, sehr passgenau. Es rappelt nur ein klein wenig. Aber das wird nie da rausfallen, das Messer. Und die Scheide ist hier schon, die Kydex-Scheide ist hier schon vorgeformt. Das kann man so in den Saum der Hosentasche einklemmen hier. Aber bei mir landen die immer ein bisschen tiefer in der Tasche. Da stecke ich ganz rein. Dieses Messer möchte ich auch mal wiegen. Das ist etwas weniger kompakt. Das wiegt 84 Gramm. Die Scheide 30 Gramm. Also schon einiges leichter. Klinge ist auch nicht so dick. Das sind gerade mal ungefähr 3,2 mm. Ist aber auch fein ausgeschliffen unten hinter der Faser. 0,45 mm ungefähr. Bisschen mehr als hier, würde ich sagen. Und dieses Messer hat auch einen angedeuteten Hohlschliff. Macht die Firma Dawson Knives sehr gerne. Dadurch ist dieses Messer auch sehr schneidfreudig. Hat hier zwei Jimpings, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und die Klingenlängen sind ungefähr gleich. Bei diesem waren das, wie gesagt, 6,3 geschliffen. Bisschen über 7 bis zum Griff und 16,5 insgesamt. Und hier ist das ähnlich.
6,5 geschliffen ungefähr, 7,5 bis zum Griff und insgesamt 16,5 cm. Ist nicht ganz so breit, muss ich auch mal ungefähr ein bisschen über 2 cm, 2,3 vielleicht. Aber auch ein Handschmeichler, auch für meine große Hand geeignet. Der kleine Finger, der legt sich perfekt hier hinten hin. Und dadurch hat man nie das Gefühl, dass das Messer zu klein ist vom Griff. Das passt alles hundertprozentig. Und dieser CPM 3 3V Stahl, der ist auch noch differenziell gehärtet. Das heißt, hier oben am Rücken ungefähr auf 40, 45 Rockwell, so ungefähr. Und an der Schneide auf ca. 60 Rockwell. Und dadurch ist dieses Messer ultra stabil. Und das dritte Messer, das ich zeigen möchte, ist von der Firma Benchmade. Ich glaube, das nennt sich Flyway 15700. Benchmade ist natürlich immer sehr teuer. Überteuert werden die meisten sagen und sie haben recht, aber es gefiel mir einfach sehr gut. Dieses Messer kommt in einer Bolteron-Scheide. Alles in Orange. Ist eigentlich für den jagdlichen Bereich gedacht, für Small Game, wie die Amerikaner sagen. Also so Enten vielleicht, kleines Geflügel oder Kaninchen in der Art, sowas. Ja, ich bin kein Jäger, ich weiß das nicht genau. Kommt auch ohne Clip, ich habe mir eine dran gemacht. Ist auf Leichtgewichtigkeit getrimmt, wiegt 60,5 Gramm. Dieses Messer besteht aus einem CPM, nee, stimmt gar nicht. Doch, CPM 154 steht drauf, auf der Klinge, kann man genau sehen. CPM 154. Ich mag diesen Stahl. Das ist zwar nicht mehr der allerneueste, aber er ist wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er gehärtet ist, aber wahrscheinlich ein bisschen über 60 Rockwell würde ich mal annehmen. Und das Messer ist nicht so dick wie die beiden anderen. Das ist ja Leichtgewicht von 1,8 bis 2 mm Dicke und hinter der Faser wirklich sehr dünn ausgeschliffen. Auf ca. 0,3 mm würde ich sagen. Ja, schöne orange G10-Griffschalen, befestigt mit 2 Torx-Schrauben, Möglichkeit für ein Lanyard-Hole. Tolles Messer. Scheide hatte ich schon 36,6, also insgesamt wiegt dieses Messer mit Scheide und dem von mir befestigten Clip 100 Gramm. Das passt sehr gut, Schleifwinkel auf jeder Seite 17 Grad. Dieses Messer ist sehr scharf, wie ein Skalpell. Das sind 3 weitere Hosentaschen fix, die ich vorstellen wollte. Von der Firma TPK, Dawson Knives und Benchmade. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern noch einen sehr schönen Tag.